Die israelische Armee hat am Dienstag ihre Angriffe auf den südlichen Teil des Gazastreifens fortgesetzt. Nach Angaben lokaler Behörden wurden alleine bei einem Angriff auf eine Schule in Khan Yunis mindestens 43 Menschen getötet, Dutzende weitere verletzt. Die Krankenhäuser könnten die Lage kaum bewältigen, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit. Die Weltgesundheitsorganisation rief Israel zur Rücksichtnahme auf Zivilisten auf. Die Lage vor Ort werde immer schlimmer, teilte die WHO mit. In der Region halten sich Hunderttausende Flüchtlinge aus dem Norden des Gazastreifens auf. Bereits in der Nacht zu Dienstag waren Flammen über dem Gebiet zu sehen. Von israelischer Seite gab es zunächst keine detaillierten Informationen zu einem Angriff. Nach dem Ende der Feuerpause am Freitag hatte die israelische Armee ihre Angriffe zunehmend auf den südlichen Teil des Gazastreifens konzentriert. Dort werden Kämpfer und Infrastruktur der Hamas vermutet.